Ich gehe in den Garten. Die Arbeit. So, ich habe mich also jetzt entschieden, hier jetzt Gewächshaus hinzumachen. Und ich glaube, ich mache das schon im Winter. Und das bedeutet, dass ich ja, hier erstmal klar Schiff machen muss. Was wiederum bedeutet, dass ich das, was hier steht, irgendwo anders hin tun muss. Und da beginnt die große Problematik. Ich werde das Zeug, was hier steht, ein paar von den, kann ich euch schon mal zeigen, von den Gartenwerkzeugen, die habe ich jetzt schon hier hergestellt, und die Hölzer und so weiter, das werde ich alles in die Laube packen. Und zwar, da kommen wir zum nächsten Problem. Ja, die Laube ist auch jetzt hier nicht so aufgeräumt. Ist allerdings auch nicht so unaufgeräumt, dass das alles total demotivierend wäre. Und von daher werde ich hier jetzt ein bisschen auch Klarschiff machen, das alles ein bisschen zusammenräumen. Und dann werde ich ja versuchen, die Töpfe und so weiter alles so weit klar zu machen, dass ich das alles dann hier reinräumen kann. Weil ich lasse jetzt meinen Grill, habe ich überlegt, draußen, also den großen Grill, den lasse ich über Winter draußen. Und ja, und entsprechend sollte dann hier Platz sein für die Zeug, was draußen ist. Und dann kann ich mir das Gewächshaus bestellen und dann kann ich vielleicht schon in ja, 2-3 Wochen das Gewächshaus draußen ja, zusammenbauen. Jo, das wird wohl heute mein Tageswerk sein. So, ich habe jetzt hier aufräumen können. Allerdings ist nicht genug Platz dabei rausgekommen, um... Den Kühlschrank habe ich noch nicht aufgeräumt, sehe ich gerade, aber hier für die Töpfe, das wird nichts. Das heißt, es war jetzt schön, ich kann jetzt hier wieder, ist wieder ordentlich begehbar, Werkzeug ist alles einsortiert, das und das kommt noch weg, das ist Müll, das kommt noch nach Hause. Aber Töpfe ist hier trotzdem nicht. Das heißt, schön, dass ich aufgeräumt habe, aber Topfproblematik ist noch nicht geklärt. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo überlegen, wo ich diese Töpfe hier hin mache. Zuerst muss ich die irgendwie sortieren, da hoffe ich, schrumpfen die noch ein bisschen in der Größe. Und dann müssen wir mal schauen. Vielleicht tue ich die auch einfach nur neben das Gewächshaus irgendwie und lasse die irgendwie hier. Na, muss man mal überlegen. So, heute ist alles ein bisschen konfus, aber ich habe gerade noch was entdeckt. Und zwar, wenn ich die Leiter wegnehme und die Luke des Vertrauens öffne, dann habe ich ja noch, oder hatte ich mal Strom hier. Naja, egal. Auf jeden Fall, und hier in dem dunklen Loch hier oben könnte ich ja eventuell sogar noch was hin tun. Die Töpfe zwar nicht, weil ich hier nicht mehr brauche, aber zum Beispiel die ganzen Bambusstäbe, die draußen sind. So die Holzsachen, die könnte ich noch einfach mal hier so hier rausholen und ja, das werde ich machen. So, aus der Not. Ich kann nicht mal reden, so kalt. Aus der Not eine Tugend machen. Das Ding ist ja nur kaputt gewesen, dieses Hochbeet. Und jetzt habe ich quasi das wieder ja, zusammengesteckt. Ist natürlich alles total verbeult und passt nicht mehr. Und wird auch wieder auseinanderreißen. Und deswegen mache ich einfach, habe ich ja Faden. Und werde das ganze Hochbeet mit Faden 3-4 Mal umwickeln, schön festziehen. Und hoffen, dass es hält. Und werde dann das dann hier drüber stülpen. Da wachsen die Dinger besser. Und hinten ist wieder ein Stück weg. Jo, so sieht jetzt ein fachmännisch wieder repariertes Hochbeet aus, Frühbeet aus. Ich weiß nicht, wie lange es hält, aber es hält jetzt erstmal und jetzt ist es aus den Augen, aus dem Sinn. So, dann hoffen wir mal, dass es diesen Winter nicht groß stürmt. Und ja, dann hält wahrscheinlich, das habe ich hier quasi jetzt ein Winterbeet, ein Frühbeet und hinten wieder was gepackt. Aber so richtig mit den Seilen ist natürlich Käse. Also es ist schon beim Aufbau wieder auseinandergekracht. Also die Seile sind jetzt eher so dekomäßig. Also, naja, aber es sieht professionell aus. Es sieht professionell aus. Und jetzt gucken wir mal hinten, was wir jetzt geschafft haben. Und da bin ich schon fast sicher, dass da schon fast das Hochbeet hinpasst. Fast. So, gut, jetzt haben wir wieder was weg. Wir haben jetzt hier die Stäbe weg. Wir haben das Frühbeet hier weg. Wir haben die Gerätschaften hier weg. Und wir haben irgendwo noch was anderes weg. Ist egal, auf jeden Fall. Ja, das Gros ist immer noch die Töpfe. Die Töpfe. Was machen wir mit den Töpfen? Aber das, da lasse ich mir das einfallen. Und, aber ich glaube heute dann nicht mehr. Also ich glaube, es reicht. So, heute ist angesagt, diese Töpfe hier zu sortieren. So, hier ist jetzt mal alles aufgeräumt. Und ja, das nächste ist halt, dass ich von den Bäumen quasi die Seite, die bei mir ist, ja, von den Ästen befreie. Hier. Und sozusagen, dass ich dann hier den Platz ausnutzen kann
für mein Gewächshaus. Ich habe ja schon angefangen, die Sachen abzuschneiden und jetzt geht's weiter. So, jetzt sind wir hier fertig und ja, jetzt haben wir hier genug Platz fürs Gewächshaus, wenn da nicht eben dieser Haufen wäre von dem Zeug, was ich jetzt hier abgeschnitten habe. Und ja, und das ist jetzt die nächste Aufgabe, den dann zu häckseln. Ich weiß nicht, ob ich das heute alles schaffen werde, aber naja, mal schauen. Bei mir im Garten läuft die Zeit sowieso ganz anders. Schaut mal hier, die Erdbeeren fangen an zu blühen. Es ist Frühling. So, ich habe jetzt rausbekommen, was das war. Und zwar, wisst ihr, was ich hier gepflanzt habe? Und was jetzt so gut kommt, das ist der Red Russian Kale, irgendwie, also ein Grünkohl, ein russischer Wintergrünkohl oder sowas. Und der ist das, der jetzt hier wächst. Aber der wächst jetzt seit 2-3 Wochen gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, was das ist. Das ist ein Grünkohl und das ist geil. Ansonsten habe ich jetzt hier schon wieder 2 Mini-Tamarillo, die ich essen kann. Hier. Also Zwerg-Tamarillo. Das ist Tropen pur. Richtig tropisch süß, richtig geil, bisschen bitter, also süß bitter, aber richtig lecker. Und ja, da oben kommen wieder neue, aber wenn es jetzt richtig kalt wird, ihr seht das schon an den Blättern, dann macht die auch eine Mücke. Aber es ist auf jeden Fall die späteste Tropenfrucht quasi, die es noch gibt. Aber da wird auch schon alles abgehackt von den Vögeln, seht ihr hier unten. Das heißt, die wird im Winter gar nicht überstehen können, weil halt die Vögel dann das alles abhacken, wie die kaputten. Aber naja, so sei es denn. So, ansonsten hier meine Ananas-Erdbeeren. Da ist diesmal reichlich Ernte, muss bitte mal was wegnehmen. Jo, was mich ein bisschen irritiert ist, ich habe überhaupt noch kein Postelein gesehen. Normalerweise, ich sag's und da ist er. Das hier. Das ist Postelein. Ich hätte mich schon gewundert. Bis jetzt war jedes Jahr ein Postelein da. Und ja, das rockt richtig. Ansonsten, oh, was haben wir hier? Wow! Mensch, ich habe noch Paprika. Cool, da kann ich ja noch Paprika ernten. Sehr geil. Und Kohlrabi ist da auch noch. Und ach, und dann haben wir natürlich noch, was der Ernte angeht, noch eine richtige Ernte. Schaut euch mal das an hier. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Riesenapfel. Das ist ein Kürbis. Und frisch zu Halloween werfe ich mir jetzt auch den Kürbis. Da ist noch eine Schnecke dran, die muss ab. Da werfe ich den mir jetzt. Ja. Schneckchen. Bumm. So. Genau. Und da habe ich jetzt einen Kürbis. Und das war so die, das war wahrscheinlich so die ganz große von den großen Ernten, die letzte Ernte. Ja, ansonsten bin ich sehr gespannt, was dieses Jahr. Mein, also hier unten, ach, Schatzhilfe von letzter Ernte, hier ist noch Grünkohl, ist alles voll. So, ja, sogar Weizengras oder Gemüsebaum, bin ich dieses Jahr gespannt, die Vögel, ob die den wieder abhacken werden. Seht ihr noch, das ist der Gemüsebaum vom letzten Jahr. Das ist nur noch der Stab da. Und jetzt sind 2 Gemüsebäume gekommen. Das heißt, der und der. Und das heißt, hier ist der Kampf Vögel gegen Gemüsebaum. Und jetzt haben die Vögel den Baum abgefressen. Da hat der Gemüsebaum einfach gedacht, pass auf, da mache ich jetzt 2 Bäume. Und der Baum ist jetzt größer als der. Ich vermute zwar trotzdem, dass sie sich nicht groß verteidigen können. Aber naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, Gemüsebaum kämpft weiter. Und hier ist Dill. Und da weiß ich nicht, ob ich den mal lasse und sich Dill selber aussehen lasse, weil Dill ist schon ziemlich geil. Und ich glaube, das hier müssten auch die Samen sein. Und jo. Ich glaube, den lasse ich. Das mit dem Brokkoli abschneiden und neu wachsen, kann ich nicht bestätigen. Also, Brokkoli ist irgendwie nicht, müsste ich sagen. Mal gucken, ob die weißen Fliegen noch an dem Grünkohl dran sind. Mal schauen. Oh! Oh! Na, ah doch, ja, hätte mich schon gewundert. So kalt ist es noch nicht. Ja, so sieht es zurzeit aus. Hallo!